eine sehr wichtige Sache habe ich einfach fast vergessen. Und zwar mein Pandora-Armband. 1:1 das Shampoo, was man als Kind hatte. Und dann habe ich noch 2 Bücher bekommen. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Und dieses Mal gibt es keinen normalen Wochenvlog, sondern meine Geburtstagswoche hat angefangen. Leider hat gleichzeitig auch noch eine andere Woche des Monats gestartet. Feiere ich jetzt nicht so. Aber Hauptsache, ich habe die schlimmste Zeit hinter mir, bevor mein Geburtstag tatsächlich startet. Ich habe jetzt heute schon ein paar Sachen erledigt. Es ist tatsächlich nicht so viel möglich, wenn ich mich in diesem Stadium befinde. Ich, keine Ahnung, kriege das einfach nicht so gut hin. Aber ich dachte, ich nehme euch diese Woche ein bisschen mit. Es stehen 1-2 coole Sachen an. Und ich dachte, ich zeige euch dann hoffentlich in diesem Vlog, versuche es einfach irgendwie zu schaffen, auch noch direkt die Geschenke. Ich versuche euch in diesem Vlog ein bisschen bei meinem Geburtstag mitzunehmen, bei der Geburtstagsparty, sage ich mal, einfach mit ein paar Freundinnen zusammensitzen. Ich weiß auch noch nicht so richtig, was wir machen sollen. Ich habe da schon eine Idee in meinem Kopf. Aber dazu müsste ich jetzt dann auch endlich mal die eine oder andere Sache bestellen. Und ansonsten zeige ich euch vielleicht auch noch die eine oder andere Sache, die ich dann geschenkt bekomme. Mal gucken, ob ich das zeitlich hinbekomme. Und schon mal hier ein kleiner Disclaimer. Ich weiß, viele Leute mögen das nicht. Aber ich gucke mir das halt sehr gerne auch bei anderen an. Deswegen, ja, wollte ich hier schon mal gesagt haben. Und ansonsten starten wir einfach mal direkt in die Woche. Leider nicht so sonnig wie gestern. Gestern war absolut geiles Wetter. Aber I promise, dass es an meinem Geburtstag auch wieder geil wird. Bei mir ist heute etwas angekommen. Der eine oder andere hat es vielleicht auch schon gesehen. Und zwar hat Adorable Caro ja so eine vegane Bowls-Marke rausgebracht. Und ich hatte so Bock, das zu testen. Deswegen denke ich, werde ich jetzt gleich mal einen Mukbang damit drehen. Dann könnt ihr ja mal gucken, wie so der Taste-Test ausgefallen ist. Ich muss auf jeden Fall erstmal wieder ins Vloggen reinkommen. Ich habe gestern einfach total vergessen zu vloggen. Ich war aber live auf TikTok. Also, falls ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr gerne mal da reinfolgen. Dann verpasst ihr sowas auch nicht mehr. Ich habe da nämlich meine Nägel mit euch gemacht. Auf Instagram habe ich euch abstimmen lassen und ihr wolltet, dass ich ein weißes French mache. Also habe ich das tatsächlich diesmal auch durchgezogen. Und jetzt schneide ich mein Video für Donnerstag, damit ich das an meinem Geburtstag nicht machen muss. Und habe mir dazu noch ein paar Snacks geholt, weil ich habe echt Hunger. Aber es ist noch so früh für Abendessen. Deswegen die Snacks erstmal. So, und was ich nicht erzählt habe, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Und zwar habe ich die ganze Wohnung aufgeräumt. Es war wirklich disgusting. Ich habe auch den Backofen mal gereinigt. Der hat es auch mehr als nötig. Ich musste den 3-mal einsprühen. Ich habe auch überall noch meine Pickelpatches. Und später habe ich mir noch vorgenommen, die Dusche sauber zu machen. Das sind die Snacks. Ich wollte eigentlich meinen Grießpudding essen, hatte ich aber nicht mehr. Also gibt es diesen Schokoproteinpudding, ein paar Erdbeeren und ein paar Salzstangen, aber ohne Salz und mit Sesam. Die sind geil, falls ihr die noch nicht probiert habt. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that features. You find the beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world. Ich hab heute irgendwie ein Problem, die Kamera ordentlich hinzustellen. Auf jeden Fall war ich gerade unterwegs. Und zwar habe ich von meinem Papa ein Pandora-Armband gekauft. Ich hatte das schon sehr lange auf meiner Wishlist. Und zwar habe ich einen anderen Verschluss, als ich eigentlich geplant hatte, weil die hatten das nicht mehr in meiner Größe. Aber ich dachte dann, komm, das passt schon so. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Auf jeden Fall habe ich mir ein R und für Fische so ein Sternzeichen-Anhänger dran machen lassen. Das finde ich sehr cute. Dann habe ich noch von einer Freundin von meinem Bruder einfach selbst gebackene Zitronenmuffins bekommen. Ich finde sowas so süß. Ich habe mich so gefreut. Wirklich, für mich ist das überhaupt nicht selbstverständlich. Einfach jemand stellt sich extra für dich hin und backt was. Ich finde das so süß. Ja, und jetzt werde ich mich wohl den ganzen Tag von Muffins und Lotus Cheesecake ernähren. Ich glaube, das tut meinem Bauch irgendwie eh besser als Gemüse. I don't know. Meine Nacht war nämlich, ehrlich gesagt, ziemlich scheiße. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ich hatte die ganze Nacht Bauchschmerzen, obwohl ich eigentlich nur Gemüse mit Reis gegessen habe. Meine Mutter ist so süß. Sie hat einfach ganz viele so exotische Früchte geholt und Lindkugeln und alles. Und dann hat sie auch noch gefühlt wie immer so eine selbstgemalte Karte gemacht. Und genau die Blumen habe ich auch bekommen. Also die standen dann auch daneben. Und dann hat sie natürlich auch noch einen Kuchen gebacken. Aber den zeige ich euch dann später. Wird blind aber von diesem Licht. Hast du noch nicht aufgemacht? Nee, noch nicht ganz.
Soll ich es auch machen? Nein. Warte. Okay. Das riecht wie ein Shampoo, was ich mal hatte als Kind. Wo so eine Krone und so eine Prinzessin drauf war. Die Qualität ist krank. Warte, sag noch nichts, lass mich auch probieren. Ein Fussel an meinem Sushi, glaubst du nur aber von mir. Ich weiß nicht. 1:1 das Shampoo, was man als Kind hatte. Es schmeckt mir viel zu sehr nach Shampoo mit Energy. Ich find's jetzt nicht so geil. Nee, finde ich auch nicht geil. Aber also, ich dachte, es ist schlimmer. Was gibst du für ein Rating? 4. Ich geb 3. Tschüss Leute, abonnieren nicht vergessen und Glocke aktivieren, Like da lassen, kommentieren. Musst du Glocke aktivieren? Ich liebe euch. Ich durfte mir an meinem Geburtstag gestern endlich ein Pandora-Armband aussuchen. Ich war so happy darüber. Ich habe euch generell ein bisschen bei meinem Tag mitgenommen. Erstmal habe ich ganz viele Sachen von meinen Eltern bekommen, so exotische Früchte, Blumen, ein Lotus-Cheesecake, der ist echt richtig geil gewesen. Geburtstag ist für mich einfach irgendwie schon immer eine sehr wichtige Sache, nicht nur mein Geburtstag, sondern irgendwie jeder Geburtstag von den Leuten, die ich kenne, aus meiner Familie, von meinen Freunden. Auf jeden Fall habe ich mich dann erstmal ein bisschen ready gemacht, weil ich einfach auch cute aussehen will an meinem Geburtstag und das war mein Outfit. Ich war an diesem Tag sehr oft Beifahrer, das war für mich sehr ungewohnt und auch außerhalb meiner Komfortzone. Auf jeden Fall gab es sehr, sehr viele schöne Anhänger, vor allem hier der hier mit dem Herz und dem Brief, ich finde den so schön. Es hat ein bisschen länger gedauert. Und ich habe ein Armband mit einem anderen Verschluss bekommen, als ich eigentlich wollte, aber ich bin trotzdem happy. Ich habe hier mein R und mein Sternzeichen an meinem Armband. Dann habe ich meinen Bruder noch auf einen Termin begleitet und ich habe einfach von seiner Kollegin selbst gebackene Muffins bekommen. Ich habe mich so krass gefreut, ich hätte einfach heulen können. Was ich tatsächlich dann auch heute gemacht habe, ich dachte, ich will noch ein bisschen Reality mit reinbringen. Ich habe tatsächlich einige Tränen vergossen an diesem Tag, weil es mir auch kurzzeitig mal nicht so gut ging, aber ich wollte einfach mal kurz ein bisschen real sein. Auf jeden Fall haben wir den Kuchen dann gegessen, waren noch eine Runde spazieren. Es wurde dann doch noch viel schöner, als ich eigentlich gedacht hätte. Dann haben wir noch einige Snacks geholt, weil wir Sushi uns geholt haben und es dann mit einer schönen Aussicht gemütlich gemacht haben. Darüber habe ich mich auch schon die ganze Zeit so gefreut. Und dann diese wunderschönen Blumen, Leute. Ich kann nicht mehr. Wie süß. Danach waren wir tatsächlich auch noch bei Maggis, haben uns eine Apfeltasche und ein Eis geholt und mit Erdbeeren dann Doppel gespielt. Ich liebe dieses Spiel. Danach hatte ich noch Bock, mir ein YouTube-Video über Lady Diana zu gucken. Ich finde allgemein alles um dieses Thema sehr interessant. Und dann bin ich wirklich einfach nur noch todmüde ins Bett gefallen. You call me to say that my songs just hit the way that you'd hope for. And I know that you're listening in the car on the way home. And I would never intrude. Sometimes you gotta break the rules. Honey, you know I do shit for real. Wir waren gerade einkaufen und haben wirklich sehr viel Zeug geholt, unter anderem für morgen. Ich glaube, ich kann das euch alles nicht einzeln zeigen, aber man sieht ja grob, was da alles drin ist. Boah, ich bin fix und fertig. Ich habe den ganzen Tag irgendwie aufgeräumt und irgendwelche Sachen erledigt und gar nicht gechillt. Also, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich bin richtig kurz vor einem Kreislaufzusammenbruch. Aber ich bin auch immer sehr dramatisch. Auf jeden Fall mache ich jetzt mit meiner Cousine noch irgendwas zum Abendessen. Die kommt nämlich gleich. Und dann wird erstmal nur gechillt. Ich kann nicht mehr. Ich habe nicht mal Kraft, den ganzen Einkauf wegzuräumen. Und auch ehrlich gesagt keinen Platz. Mein ganzer Kühlschrank ist voll. Ich zeige euch das mal kurz. So sieht gerade einfach mein Kühlschrank aus. Das ist wirklich komplett voll mit Sachen. Wir haben uns jetzt gerade ein bisschen fertig gemacht. Und also auch davor gefrühstückt und alles. Und irgendwie heute weiß ich noch nicht so richtig, was ich von meinem Make-up halten soll. Irgendwie habe ich heute zu viel Bronzer, zu wenig Blush für meinen Geschmack drauf. Aber es passt schon irgendwie. Und ich verstehe auch nicht, warum ich einfach meinen Pulli noch angelassen habe. Normalerweise ziehe ich nämlich immer erstmal mein Outfit an, bevor ich mich schminke, damit ich nicht überall Make-up-Flecken habe. Aber das habe ich heute irgendwie vergessen. Ich hatte eben einfach nur Lipliner drauf und habe mich gefragt, irgendwie komisch. Und dann habe ich meinen Gloss drauf gemacht und dann habe ich mich schon wieder viel wohler gefühlt. Ja, der Plan ist auf jeden Fall jetzt, glaube ich, gehen wir noch mal ein bisschen raus, das Wetter genießen und holen dann noch einen Freund von mir ab. Und dann machen wir schon mal so ein bisschen ein paar Snacks für heute Abend ready. Und davor gehen wir, glaube ich, schon mal ein bisschen spazieren und einfach ein bisschen die Sonne genießen, weil das Wetter ist gerade voll schön und nächste Woche soll es, glaube ich, wieder regnen. Ever since I left your crib yesterday, trying to work, but
it's hard to concentrate. Gotta clear my head, I'ma meditate. But the truth is I just wanna come back. Your perfume still lingers on me. Taste of your lips, sweet like honey. Have you every morning my medicine? Drop me a pin, I'ma see you in 10. How do we do another round? Run it back in overtime. I'ma beat it up for another round. Run it back in overtime. OT baby, let's go crazy. Scoreboard always even, guess nobody's leaving tonight. Without a fight, wanna feel the rush again, again. Your perfume still lingers on me. Taste of your lips, sweet like honey. Have you every morning my medicine? Drop me a pin, I'ma see you in 10. Oh. How do we do another round? Run it back in overtime. Ich hatte echt ein so schönes Wochenende. Ich konnte mich tatsächlich die letzten Tage gar nicht richtig melden, weil ich einfach, alle Leute, die bei mir waren, sind nicht so, dass die gerne gezeigt werden, vor der Kamera reden oder irgendwie gerne im Bild sind oder so. Und das akzeptiere ich natürlich. Dann habe ich eher nur so Aufnahmen gemacht, wo ich dann halt jetzt Musik drüber gelegt habe. Das habt ihr jetzt schon gesehen. Und ja, ich bin sehr, sehr happy. Es war so ein schöner Abend. Wir haben 2 Spiele gespielt und die kann ich euch wirklich extrem, extrem empfehlen. Einmal Crazy Words, das haben wir schon an Weihnachten gespielt und ich finde das so geil. Das sind zwar leider Spiele, die kann man erst ab 3 oder 4 Personen spielen, aber die sind so gut für so einen Spieleabend, müsst ihr euch unbedingt holen. Und das zweite, was wir gespielt haben, ist das Chamäleon. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schlechter als Crazy Words, aber ich glaube, das ist ganz geil, wenn man vielleicht, keine Ahnung, noch in einer größeren Gruppe ist. Ich glaube, man kann das sogar bis 8, 10 oder 12 Leute spielen. Ich weiß es gar nicht so richtig. Und keine Ahnung, ich glaube, als Trinkspiel und so ist das, glaube ich, auch ganz geil. Ja, kann ich aber trotzdem empfehlen. Und ja, jetzt ist meine Cousine wieder nach Hause gefahren. Ich bin ein bisschen traurig. Ich hätte gerne meine Leute das ganze Jahr über um mich herum. Und richtig schade, wir waren eben spazieren noch mit meiner Mutter und ich musste leider irgendwie nach 5 Minuten umdrehen, weil mir so übel war. Keine Ahnung, ich dachte, ich mache noch ein bisschen Reality zwischendrin, damit man auch mal sieht, dass nicht alles immer so schön und funny ist. Das war es natürlich auch extrem. Ich bin ultra dankbar. Aber ja, zwischendrin sind dann doch mal so ein paar Momente, wo ich dann nicht alles machen kann. Und ich dachte, ich zeige jetzt nochmal das ein oder andere Geschenk, was ich gekriegt habe. Die sind nämlich auch alle so süß gewesen. Ich kann euch tatsächlich nicht alle Geschenke zeigen, weil ich habe von 2 oder 3 das Geschenk noch nicht gekriegt, weil es entweder noch nicht fertig war oder wir uns noch nicht gesehen haben. Und von einigen habe ich tatsächlich auch Geld bekommen. Deswegen ja, kann ich jetzt auch nicht zeigen, aber ich zeige euch jetzt mal die Sachen, die ich euch zeigen kann. Und da dachte ich, fangen wir einmal mit Beauty an. Richtig funny, die haben einfach gewusst, dass mein Vorrat leer gegangen ist. Einmal dieses hier. Ich kannte tatsächlich die Marke noch gar nicht, aber ich finde, das sieht ziemlich geil aus und das riecht auch sehr krass. Und ich bin eigentlich auch jemand, der schon so auf ökomäßig ein bisschen drauf achtet, was da alles so drin ist. Und dann einmal das hier von Rituals. Das kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Also ich habe noch nie ein Shower Oil gesehen. Wie diese rote Reihe riecht, glaube ich, weiß jeder. Aber ja, keine Ahnung, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das so ölig ist. Aber bestimmt geil auch so bei trockenen Beinen und so und im Sommer. Könnt ihr euch noch dran erinnern, wo ich letztens im Video oder glaube ich sogar mehrfach gesagt habe, wie sehr mir meine Wimpernzange auf den Sack geht? Ich habe einfach eine Wimpernzange bekommen, Leute. Von MAC. Ich komme gar nicht klar. Ich habe die jetzt gerade schon mal ausprobiert. Ich weiß nicht, meine Wimpern sind eh so mini. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es viel geiler biegt. Und ich habe auch direkt mal so den Vergleich gemacht. Meine alte Wimpernzange ist wirklich so ein Schrott. Das ist wirklich unfassbar. Deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut. Jetzt muss ich mich nicht mehr jeden Tag aufregen, wenn ich mich schminke. Dann habe ich wirklich schon seit Jahren mit einer Freundin über dieses Produkt hier geredet. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Und zwar ist das irgendwie für alles Mögliche gut. Also sowohl für Pickelmale und auch für so dunkle Stellen, wenn man hier so am Ellenbogen welche hat oder unter den Armen oder keine Ahnung wo. Also für alles Mögliche. Ich mache das auch auf meinen Rücken dann und so.
Und ihr wisst ja, ich habe ein bisschen Akne auf dem Rücken und ich glaube, das könnte ganz gut helfen, dann so Richtung Sommer. Und das fand ich auch richtig cool. Ich habe mir tatsächlich, glaube ich, vor einer Woche oder so, wo wir telefoniert haben, wo sie mich nochmal dran erinnert hat, habe ich mir das tatsächlich bestellt, aber irgendwie sogar in der falschen Variante. Deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass ich das hier einmal bekommen habe. Und dann einmal diese Haarmaske. Ich finde, die sieht so fancy aus. Irgendwie so richtig clean girl mäßig. Und die riecht auch wirklich richtig geil. Die riecht wie so, ich weiß nicht, ich finde, die riecht ein bisschen wie Weihnachtsmarkt. So richtig vanillig irgendwie und zimtig sogar. Und das finde ich so geil. Ich liebe sowas. Dann geht es weiter mit so ein paar random Sachen, die ich irgendwie nicht so richtig in der Kategorie zuordnen konnte. Ich habe das auch alles jetzt so zusammengeworfen. Das kam nicht alles so von einer Person. Ich habe 2 Kerzen bekommen und ich liebe ja Kerzen. Und die könnten, glaube ich, unterschiedlicher nicht sein. Habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gehabt, weil ich absolut auch zu geizig bin, mir die zu kaufen. Aber ich finde, die riecht ein bisschen wie Lady Million. Und alle, die mich von früher noch kennen, wissen, dass ich so mit 14, 15, 16 immer Lady Million getragen habe. Und ich finde, das ist richtig geil fürs Bad. Dann einmal so eine Aromatherapie-Kerze. Sowas hatte ich noch nie. Das finde ich ganz geil, weil die irgendwie Lavendel und CBD mit drin hat. Und jetzt, wo ich gerade nochmal dran rieche, riecht die einfach ganz genau wie das Hotelzimmer, was wir in Nancy hatten letztes Jahr. Auf jeden Fall mega geil, habe ich mich auch drüber gefreut. Dann kann ich so ein bisschen journalen und dabei ein Räucherstäbchen anmachen und die Kerze und so. Ich glaube, das passt richtig gut. Dann noch einmal Schokolade. Schokolade geht bei mir immer. Ich kann mir die tatsächlich auch sehr gut vorstellen, so damit diese Erdbeer-Schokoladen-Dinge zu machen, was momentan auf TikTok so viral geht. Also einfach Erdbeeren mit Schokolade. Dann habe ich noch so eine Karte von Frida Kahlo bekommen mit ganz viel süßem Text hinten drauf. Habe ich mich auch sehr gefreut. Eine Avocado-Tuchmaske. Sieht auch sehr spannend aus. Ich muss echt mal mehr Masken ins Gesicht machen. Ich mache irgendwie nie welche, leider. Und dann noch so ein kleines Buch, um meine Gedanken aufzuschreiben. Ich wollte eh mal versuchen, ein bisschen zu separieren. Also ich habe ja schon ein Buch, wo ich so meine Gedanken immer reinschreibe. Aber ich dachte, es gibt ja so verschiedene Themen, die man so ein bisschen im Leben angreifen kann. Und da finde ich auch verschiedene Bücher manchmal ganz sinnvoll. Und dann habe ich auch noch so ein Körbchen bekommen. So eins habe ich tatsächlich genau das gleiche in Beige schon im Badezimmer stehen, weil ich da immer meine Handtücher fürs Gesicht drin habe. Und dann habe ich noch 2 Bücher bekommen, was ich ziemlich krass finde. Weil, also ich liebe ja lesen, das wissen wir mittlerweile jetzt alle schon. Aber ich finde es krass, jemandem, der viel liest, ein Buch zu schenken irgendwie. Ohne dass man vorher sich eins gewünscht hat. Weil die Wahrscheinlichkeit, eins zu treffen, das man noch nicht hat, ist eigentlich ziemlich gering. Und die beiden habe ich tatsächlich noch nicht. Also einmal von der Very Bad Kings Reihe. Ich glaube, Teil 4 ist das. Ich habe bis jetzt 1-3, also sehr passend. Und dann einmal dieses Buch hier. Das kann ich tatsächlich noch gar nicht. Und das hört sich auch ziemlich geil an. Ich glaube, das wird irgendwie ein bisschen ein Sommerbuch für mich. Und ich freue mich sehr über die 2 Bücher. Und auch richtig süß. Ich habe einfach noch so ein kleines Geburtstagspuzzle bekommen. Ich habe mich richtig darüber gefreut. Habe ich auch schon tatsächlich gemacht. Und ansonsten bin ich einfach richtig froh. Ich habe übelst die schöne Zeit verbracht und wurde mit gutem Essen überhäuft und auch schönen Spaziergängen und Blumen. Ich habe sehr schöne Blumen bekommen. Da bin ich auch richtig dankbar. Auch alles unterschiedliche. Pinke Tulpen, rote Tulpen, andere pinke Blumen, wo ich leider den Namen immer noch nicht weiß. Muss ich unbedingt mal googeln. Aber war alles in allem wirklich sehr schön. Und eine sehr wichtige Sache habe ich einfach fast vergessen. Und zwar mein Pandora-Armband. Ich habe es gerade wirklich nur im Augenwinkel gesehen, Leute. Ich trage es ja jetzt schon seit ein paar Tagen. Deswegen hätte ich es jetzt wirklich fast vergessen. Ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es schon im Vlog gezeigt, oder? Ja, einfach ganz normal dieses Armband mit dem Kugelverschluss. Ich glaube, Größe 16 ist das. Und dann einmal, oh, ich habe hier überall Haare, einmal mit meinem Anfangsbuchstaben und dem Fische-Sternzeichen-Symbol. Ich dachte, das ist ein ganz guter Anfang so für ein Pandora-Armband, aber ich werde es auf jeden Fall noch richtig voll machen. So, das war's dann jetzt auch schon mit dem Vlog. Ich hoffe, dass ich das hier alles rechtzeitig schneiden kann, weil wir haben jetzt schon Sonntagmittag um die Uhrzeit, wo ich das eigentlich schon hochlade. Aber ich dachte, ich wollte euch unbedingt noch die Geschenke in dem Vlog zeigen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine sehr, sehr schöne Woche oder einen schönen Start der Woche. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!